Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben.
Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Er, ich glaube, ich bin entkommen. Er wird mich nicht kriegen. Schneller! Lasst mich doch! Bevor er mich tötet. Er. Ich glaube, ich bin entkommen. Ich muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Lasst mich doch! Tötet den Assassinen! Wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Wie willst du gehen? Seil oder Axt? Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, Padre. Bernardo? Alles da. Schwerter, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si.
Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde, aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Liebe Leute, kauft bei mir ein. Ich habe mit die beste Ausrüstung.
Bitte schön, der Herr. Empfehlt mich euren Freunden. Bleibt mir vom Leibe! Stati attenti! Der gute Bruder! Schneller, schneller! Bleib zurück! Zu schnell, Mist! Ich will nicht wieder in den Kerker! Luigi, der Fischhändler aus an... Zu schnell, Mist! Ich will nicht wieder in den Kerker! Geht weg von mir! Ich muss mich in Sicherheit bringen. Und wo ist die Waffe, wenn man sie mal braucht? Dort sind Lorenzo und seine Frau.
Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Wo ist er? Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Giuliano! Nein! Nein, Gnadengott! Ich flehe euch an um Gnade! Keine Gnade für dich! Du räudiger Hund! Stirb! 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 Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen! Abschaum! Mörder! Ich töte dich! Das hast du dir selbst zuzuschreiben! Stirb! Stirb einfach! Warte. Bitte! Ich brauche Hilfe! Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Bleibt dran. Ich verliere eine Menge Blut. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Francesco de Pazzi! Ich töte ihn! Und seine ganze Familie! Sie werden ausgelöscht! Seid still, Signore! Spart eure Kraft! Oder ich muss eine Leiche abliefern! Wir sind schon fast da! Bitte! Alles verrückt! Alles verrückt! Ich muss weg von hier! Verdammt! Verdammt! Runter! Oder. Sofort! Ich habe nicht vergessen, wie man kriegt. Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei drum. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich hoffte, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei drum. Ich habe nicht vergessen, wie man kriegt. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Oh, Messi, damit will ich nichts zu tun haben. Qui. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta! Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür! Beim dreimal größten! Kommt herein! Schnell! Die Stadt ist im Krieg! Beeilung! Wartet! Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah,
Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein! Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn.